Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich höre mich momentan gar nicht so richtig selber. Aber jetzt geht's wieder. Okay. Wir waren an dieser Stelle hier und wollten da rein. Und wir haben davor aber. Ach so. Die sind gar nicht böse. Wahrscheinlich darf ich da trotzdem nicht rein. Wie schlecht. Man sieht die einzelnen Pixel hier. Alles klar. Weiß ich. Ist nicht so geil, aber. Naja. Komme ich hier irgendwie von oben rein? Weil hier ist eine Tür. Aha. Sieh mal an, sieh mal an. David weiß offenbar, wie man die richtigen Leute auswählt, Mr. Jensen. Sie haben ja heute einen großen Dienst erwiesen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich wünschte nur, ich wüsste, worum es ging. Das weiß man nie, Mr. Jensen. Eines Tages ändert sich das vielleicht. Schauen wir mal. Also da unten sollen wir rein, aber wir gehen natürlich mal wieder hier oben rein. Ja, da müssen wir richtig sein. Ja, stimmt. In der letzten Folge haben wir ja die kleinen Nebenaufträge gemacht. Und jetzt folgen wir mal wieder der Story. Okay, keiner da. Ich bleib trotzdem mal geduckt und bewege mich leise. Okay. Was war nicht meine Intention, aber okay. Dann halt ein ganzes Stockwerk tiefer. Aber wir kommen hier auch gar nicht mehr hoch, ne? Ne, also gar keine Chance. Höchstens, wenn ich jetzt mich hier drauf stelle. Ne, alles gut. Wir kommen ja nicht weiter. Ich nutze trotzdem mal die Möglichkeit zu klettern. Da geht's weiter runter und hier. Also müssen sowieso noch weiter runter. Hier geht's auch noch rein. Ich check das mal, solange die zwei da hinten beschäftigt sind mit Reden. Okay, ich kann das diesmal nicht hacken. Stelle ich gerade fest. Wahrscheinlich hätte ich den Stoppwurm gar nicht gebraucht, aber. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Zugriff gewählt. Okay, sind immer noch beschäftigt. Also ich muss immer noch tiefer. Ich gucke mal trotzdem nach oben. Von hier wären wir wahrscheinlich gekommen, wenn wir zum Vordereingang rein wären. Okay, hier komme ich auch nicht durch. Oh, Level 4. Interessant. Diesmal. Ach, ich muss auch wieder über den. Ist immer schwierig, wenn ich über den. Keine Ahnung, über das hier muss. Dann kann ich natürlich nicht das hier hacken. Das heißt, ich muss den Rest tatsächlich manuell hacken. Auch in den Weg natürlich zur. Ne, das war nix. Zur Firewall führt. Aber es wäre gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt zuerst das hier mir hole. Das und das verstärke. So, ich muss alles haben, ne? Schön. Zugriff gewählt. Ich speichere wieder ab. Geht's hier raus? Nein, hier geht's nicht. Ich muss gucken, ich darf halt nicht aus Versehen rauslaufen, weil da will ich nicht hin und ich. Pecher gibt's Ärger. Bin ich gerade rausgelaufen? Bin ich gerade wirklich rausgelaufen? Was war das? Ich geb dir Deckung wie tot! Ich hab's einfach verdient. Ohne Witz. Ey Mann, gerade mach ich's Maul zu.
Ich muss jetzt bei jeder Tür gucken, wo es rausgeht. Aber ich weiß es ja, wo es rausgeht. Was war das? Ich geb dir Deckung, wie tot. Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Ach, ich muss das. Okay. Ich sollte schnell laden. Letzten Spielstand ist, weil ich durch die Tür gegangen bin. Ich könnte natürlich auch direkt ausschalten, aber das muss jetzt ja nicht sein. So, die hier kann ich jetzt also öffnen. So, nochmal ganz kurz gucken. Hier war. Ausgang nach Lower Hangshaw. Und ich könnte jetzt entweder hier lang. Oder da oder. Oh je, es gibt so viele Möglichkeiten. Stellen wir hier ab, in der Hoffnung, dass er uns nicht behelligt. Der schläft, oder? So. Dann wird er ausgeschaltet. Und wir können uns direkt auch um die. Oh, Standardgewehr, schön. Uns direkt um die Sicherheitsmaßnahmen hier kümmern. Zumindest die näheren. Alles. Ich brauche alles. So. Ich hack das trotzdem, denn ich will das Ganze hier verstärken, genauso wie hier. Das verstärken, das will ich mir holen. Das brauche ich jetzt eigentlich wieder nicht. Aber das und das kann ich noch verstärken. Ja, guck mal. Nur 25 Minuten. Genau. Sekunden. Das reicht ja für alles. So, das Geschütz, das deaktivieren wir und die Kamera machen wir auch aus. So, es gibt wieder 100 Millionen Möglichkeiten, hier weiterzugehen. Okay, hier geht's. Weiter theoretisch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben, glaube ich, keinen. Nee, wir haben keinen Punkt mehr. Ha, wir haben das Schild. Hier. Schön. Kannst du aber auch gar nicht ausschalten, tatsächlich. Gucken wir hier noch durch. Und dann, Jungs, da unten möchte ich jetzt gar nicht unbedingt vorbei. Level 1 sind wir jetzt. Auf welchem Level sind wir vorhin angekommen? Wir waren, glaube ich, noch tiefer, oder? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich verstecke mich mal hier und markiere den. Da kommt er. So. Wenn er hier ums Eck kommt, also falls. Dann hau ich ihm auf den Kopf. Nichts. So gefällt es mir aber auch. Fett augmentiert der Typ. Aber ich scheine eine Chance zu haben. So, wir haben hier lauter Sachen, die ich gerne haben möchte. Zum Beispiel eine PDA. Und das steckt wieder ein Zugangscode in. Bistenbarer Glückspilz, BK. Obwohl du es beim letzten Mal total versaut hast, soll ich dir noch eine Chance geben. Keine Weiber diesmal, deshalb denkt der Boss wohl, dass du das, dass du es hinkriegst. Mhm. Huch. Also wieder ein Zugangscode. Schön. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein. Vielleicht gibt es auch wieder irgendwelche tollen Informationen. Also wir sind Level 1 Sicherheitssystem. Erstmal alles verstärken hier. Achso, nach oben muss ich gar nicht. Okay. Zugriff gewährt. Ja, gar kein Problem. Mal ganz kurz gucken, ob da was Interessantes drin steht. Modifizierte Kamera. Okay.
Ich muss kurz gucken, das ist die Antwort, also muss ich das jetzt zuerst wissen. Tong, ich hätte da was Interessantes für Sie. Abgesehen von den üblichen asiatischen Augs, haben die Jungs von BT auch noch eine echte Schönheit liegen lassen. Ein Serif-Arm mit modifiziertem Kampfchassis. Dieser kleine Bastard verwendet Mikroladungen, um Schrapnelle zu schießen. Sogar das Rückstoßproblem wurde gelöst. Das müssen Sie sich unbedingt ansehen. Okay, ich werde es mal ansehen. Ich will, dass der Arm einsatzbereit ist. Er so hat lange genug rumgelegen. Wahrscheinlich ist das auch das Typhoon-System. Oder? Obwohl. Hey, Kleiner, ich habe mir eine. Steine Helper. Warum? Was geht's hier eigentlich? Also eine Beinaugmentierung in perfektem Zustand. Okay. So, war Reparaturprobleme. Was haben wir hier? Wieder diese ominöse Geschäftsmail. So. Sieht was Schönes. Nicht wichtig. Ganz kurz überfliegen. Mhm. Krasse Augs. Und eine Seriennummer. Okay. Alles bloß Krimskrams. Das würde ich echt gerne mitnehmen. Kann ich irgendwas da lassen vielleicht? Was war das denn nochmal? Das heilt mich, oder? Gewährt 50 Zusatzpunkte. Okay. Ja. Die MP-Munition, die schleppe ich auch schon mit mir rum, um mein Inventar voll zu haben. Und das war's. Oh, 5. Da wir den Code haben. Was haben wir da drin? Laser. Es gibt ein Lasergewehr. Oh, ich will das Lasergewehr haben. Kühlsystem. Ja, das ist für große Waffen. Das bringt uns nichts. Wahrscheinlich könnte ich das aber. Die habe ich halt immer noch nicht verwendet, ne? So wirklich. Und die kostet uns hierfür 8 Plätze und die Munition auch nochmal 2. Also. Sollte mir merken, dass hier ein Kühlsystem rumliegt. Achso, den kann ich ja deselektieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, da drüben ist wieder einer. Muss leider so machen. Mich vielleicht sonst gesehen. Genau, jetzt bin ich. Also okay, dann bin ich doch auf der richtigen Ebene. Die zwei da hinten lasse ich mal stehen, aber dann räume ich den hier mal. Sorry, ein bisschen aus dem Weg. Der sollte ihnen ja nicht ins Auge fallen. Jetzt ist natürlich die Frage: es gab einmal hier, glaube ich, noch eine Wand, die ich zerschlagen kann. Genau. Auf jeden Fall. Hier geht's weiter runter. Das ist aber schön. Aus Prinzip. Aus Prinzip. So. Okay, das ist nur hier. Alles klar. Das ist die Frage, wo gehen wir runter? Ich würde mal tatsächlich hier runtergehen. Speichern. Hep. Denn lieber den geheimen Weg nehmen als. Doch nicht, das kriegen die nämlich mit. Das ist nicht so gut. Vielleicht gehe ich doch mal kurz über den Haupteingang. Ich markiere mir den mal. Vielleicht gehe ich doch über den Haupteingang. Sind 3, ne? Was war das? Okay. Jetzt haben wir eine Idee. Ihn anteasern.
Und dann aus dem Weg räumen. Hat er was dabei? Nein, nichts Wichtiges. Ich könnte ja auch hier weiter runtergehen. Sitzt da halt einer. Und vielleicht hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Scheiße. Ich meine jetzt mal nicht aus Prinzip. Ich kann auch hier runtergehen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber hier geht es nicht weiter. Oder? Nee. Okay, doch eine schlechte Idee. Dann gehe ich hier weiter. Hallo? Hä? Ach so, hier wird's rausgehen, theoretisch, aber hier ist zu. Also gut, Möglichkeit 2 schaltet auch aus. Dann bleibt die brutale Variante durch die Wand unten. Oder hier entlang. Ich möchte mal durch die Wand probieren. Ich gehe davon aus, dass wir zu viel Krach machen. Was schlecht ist. Das heißt, ich speichere hier nochmal ab. Ja, siehst du, ich... Hier ist ja schon wenig Lauf. Fast. Das macht garantiert zu viel Krach. Sag ich doch. Und ich habe das Gefühl, die stellen sich gleich so hin, dass sie mich sehen. Also rauskommen kann ich nicht. Mehr Glück als Verstand. Wie? Achso, es kommt der zweite. Ah, Gott sei Dank. Gar nicht so schlecht gelaufen. Wir gelten zwar als erkannt, aber... Ja, drück mal mein Auge zu. Da sind wir auch voll. Ich würde vielleicht noch ganz gerne tatsächlich die EMP-Granate mitnehmen. Wir haben zwei Blendgranaten, brauchen wir aber nicht. Dann nehme ich lieber noch die EMP-Granate mit. So. Also nach hinten soll ich gehen. Okay, dann checke ich hier noch kurz und hau den K.O. und dann hätten wir es auch schon. Zumindest so weit gehen, dass wir hier uns problemlos... So. Schloss neu eingebaut. Okay. Für den Safe haben wir jetzt einen Code. Für wen Safe ist nur die Frage. Sonst sehe ich hier nichts. Die Wand machen wir noch kaputt. Wieder ein Geheimgang. Sehr schön. Geht's hier noch weiter? Hier geht's auch noch weiter. Aber hier dürfte es der hier mitkriegen. Moment mal, kann ich das mal... Danke. Aber den hier kann ich nicht markieren. Der steht zu weit weg. Jetzt geht's. Und ihn hier? Auch. Oh, okay. Alles klar. Bleiben die zwei hier mal markiert. Das müsste weit genug weg sein. Schön. Schadensupgrade. E-Book. Ja, Mensch. Dann was mal hier auf dem Boden, das schmeiß ich auf den Boden. Einmal Schadensupgrade kombinieren. Für Bosskämpfe. Weil damit machen wir eigentlich ganz gut Schaden. Für Bosskämpfe. So, ist das Betäubungsgewehr? Ja. Ist das Scharfschützengewehr? Ja. Dann bin ich glücklich.
So, oh, was haben wir denn? Achso, das war Typhoon-Munition, die ich nicht benutzen kann. Da soll ich eh hin. Sozusagen eh die falsche Richtung, in die ich jetzt gehen würde. Aber speichern wir nochmal ab. Was ist denn hier drin? Ah, hier käme ich dann raus. Dann können wir ja mal gucken, ob die... das hören? Nö. Okay. Das ist doch bestimmt nicht so leise, dass die es nicht hören. Warum pulverisiere ich die Wand eigentlich so? Oh. Da stehen welche. Scheiße, was mache ich jetzt? Speichern. Speichern, neuer Spielstand. Okay, und weiter geht's. Hm, ich probiere mal was. Okay. Jetzt natürlich die Frage. Drei Leute sind's. Ich muss mal die anderen zwei wieder... Ups, muss ich hier so rumgehen. Den nicht. Und den nicht. Aber dafür möchte ich gerne die drei Leute hier. Also den da. Den da. Und den da markieren. So, Nummer 3 läuft weg. Ich hatte für Nummer 2. Ah, doch, hier. Was war das eben? Sehr schön. Der sieht mich. Ich kann ja nicht pfeifen oder sowas. Auch ein bisschen schade für so ein Stealth-Game. Also da finde ich es bei Splinter Cell ganz cool, wie sie es gelöst haben, indem sie sagen, jopp. Hier ist niemand. Oh, ist ja nicht gut. Es sieht mich als nächstes, ne? Ja. Tendenziell nicht so gut. Keine Munition mehr. Ich könnte natürlich einfach erschießen. Mensch, sind wir halt ein bisschen rabiat. So, Nuke Mirrors mitnehmen und Munition. Er hat doch eh nichts dabei, genau. Und du? Du hast sowieso gar nichts dabei. Okay. So, wer ist alarmiert? Sturmgewehr, Munition, die kann ich doch nicht brauchen. Sonst hat es hier aber nichts, wie es ausschaut. Oh. Nee, hier kommt nichts. Ach, Entschuldigung, wir sind sehr aufmerksam. Das ist mir egal. Über mir können sie gerne aufmerksam sein. Was mich allerdings gerade tatsächlich stört, ist, ich hätte das ganze Feld mir jetzt gerade auch ja genauso gut lösen können, wie ich eigentlich schon in die Position gekommen bin. Ich hätte einfach... Ärgerlich. Ich hätte einfach dahin stealthen können. Mit meinem Tarnfeld. Hm. Blöd. Achso, ich muss es hacken. Ich warte darauf, dass es gehackt wird. Ah, Net 6 hätte ich schneller machen müssen. Wenn ich einen zweiten Stopp, wo haben wir noch genug davon? Komm, wir beeilen uns kurz. Einmal. Zugriff gewährt. Alles klar. So, was haben wir hier? Gibt es um einen schlechten Deal? Ja. Tarngerät. Ein neues Objekt erhalten. Die implantierten AUX waren größtenteils unbrauchbar. Wir konnten ein Tarngerät in nahezu perfektem Zustand entfernen. Ich würde es zwar nicht subdermal implantieren, aber es wäre hervorragend als Mobilgerät geeignet. Okay. Nein, ich kann da nur 5 mitnehmen. Okay. Na, muss mal durch. Ja, das haben wir zwar erschossen, aber... Mit der Entscheidung leben wir jetzt.
Speichern und Tür auf. Das ist weit genug, Guaylo. Kennen wir uns? Ich würde mich bestimmt an den Mann erinnern, hinter dem inzwischen ganz Hengshaw her ist. Halb Belltower sucht sie. Gibt es einen Grund, warum ich sie nicht ausliefern sollte? Ja, Wassili Sevchenko. Keine Ahnung, was Sie meinen. Sie tragen seinen Arm. Sein GPL-Gerät hat mich direkt zu Ihnen geführt. Beutetech. Nichts als Ärger jedes Mal. Wrong woman, dann du da hier. Der Mann, von dem ich ihn habe, war leider nicht in der Verfassung, sich zu beschweren. Belltower hat uns seine Leiche vor ein paar Wochen überlassen. Belltower? Nicht Taeyong? Taeyong holt keine Leute von meinen Straßen und gibt mir dafür ein paar Augs, damit ich die Füße stillhalte. Bei Savchenko waren 4 weitere Wissenschaftler. Von denen habe ich nichts. Vielleicht leben sie also noch. Und vielleicht bin ich ihnen sogar behilflich. Ich höre. Ich könnte mir denken, wohin Belltower die Leute bringt. Das Problem ist nur, die Schweine haben meinen Sohn. Und er fängt sich eine Kugel ein, wenn ich aus der Reihe tanze. Sie ahnen, worauf ich hinaus will? Wo wird er festgehalten? Einer meiner Harvester wird Ihnen alles erzählen. Treffen Sie sich in der Kanalisation in der Nähe der Ellis Gardenports. Sobald mein Sohn frei ist, kommen Sie zurück und wir reden weiter. Kann's kaum erwarten. Oh. Ich hoffe, das Lesegewehr. Oh Gott, wie viel Platz nimmt das weg? Das wird niemals reichen. Ja, scheiße. Wenn ich das hier wegräume, wahrscheinlich auch nicht. Räume ich mal das hier hoch? Vielleicht? Ups. Vielleicht geht das jetzt? Nein, scheiße, das geht immer noch nicht. Fuck. Das braucht hier den ganzen Platz, ne? Okay, mal gucken, ob ich will es mal wenigstens einpacken. So, kurz gucken, wie wir jetzt am besten umräumen. So, hier. Das lege ich mal ganz kurz dahin. Ich muss erstmal Platz für die Waffen jetzt schaffen, dann. Ach, das geht gar nicht. Fuck, das ist ja eins zu lang. Aber das hier kann dahin. Genau. Dann lasse ich das mal dahin. Dann drehe ich das hier hin. Das mal dahin. Das drehe ich hier hin. Ich schiebe das mal auch eins noch nach drüben. Ach so. Die ich ja sogar da lassen können. So, eins nach drüben. Das brauche ich garantiert nicht. So, jetzt, was muss noch weg? 3 Stück müssen noch weg. Schockmine, Gasmine. Die Schockmine werde ich doch eh nie brauchen, oder? Lassen wir sie mal da. So, dann kann die Gasmine mal dahin. 2 müssen noch weg. Verdammt. Betäubungspfeile 20. Ist noch mal welche? Ja, die da. Pass auf, dann tauschen wir das mal und schmeißen die da weg. Jetzt können wir es mitnehmen. Okay. Das haben halt... Oh, braucht sogar weniger, als ich dachte. Das nehme ich dann mit. Das E-Book, da lese ich mal ganz kurz rein. Die Frage ist, kann ich jetzt hier mich frei bewegen? Wahrscheinlich schon, ne?